In der Netzwelt würde man Benutzern den Hinweis geben, sie sollten ab jetzt besser das Programm Realitäts 2.0 verwenden. Seit also erwiesen ist, dass Realität vergessen werden kann, braucht sie Anwälte, die für ihre Wiederkehr plädieren. Tatsächlich ist die Ideen- und Mentalitätsgeschichte Europas seit 250 Jahren im Wesentlichen ein Kampf gegen die Folgen von Rousseaus Entdeckung. Sie ist das endlose Gefecht des Realismus gegen das, was man seither zumeist verächtlich und warnend Romantik nennt. In diesem Streit haben vor allem die Realitätsanwälte das Wort. Sie sprechen sich in ihren Plädoyers dafür aus, den Augenblicken der Loslösung bei den Einzelnen keine Bedeutung beizumessen und das Gespenst der Freiheit aus der guten Gesellschaft zu verbannen. Letztere meint von jetzt an den Club der Realisten. Um es in einem dramatischen Bild auszudrücken, das Subjekt des fünften Spaziergangs gleicht einem Kernreaktor, der plötzlich reine anarchische Subjektivität in die Umwelt abstrahlt. Im Unterschied zur physikalischen Radioaktivität, für die wir kein Sensorium besitzen, wird die Radioaktivität des Subjekts von seinesgleichen sofort verspürt. Die Träumerei des einen provoziert die Träumerei des anderen. Die Freiheit des einen spricht unwillkürlich das Freiheitspotenzial des anderen an, vor allem wenn die Attraktivität des Zustands in literarischen Medien wirkungsvoll illustriert wird. Und sobald bei einem exemplarischen Einzelnen die völlige Stressauflösung eingetreten ist, wird dank deren infektiöser Bekundung durch Literatur bei unzähligen anderen die Frage evoziert, wie es in ihrem Fall mit der Auflösung steht. Modernität strebt immer letzten Lockerungen zu. Das ist der Grund, warum das Lesen von moderner Literatur nicht harmlos sein kann. Wo sie ihren Einfluss ungehindert entfaltet, wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die mit der Zeit die gesamte Gesellschaft verstrahlen könnte, sofern nicht rechtzeitig subjektivitätsdämpfende Maßnahmen ergriffen werden. Dies können nach Lage der Dinge nur freiheitsdämpfende und stresssichernde Maßnahmen sein. Und wir verstehen sofort, warum das Drama nur in dieser Folge ablaufen kann. Wenn das primäre Subjekt der neuen Freiheit, das vom Sozialstress entbundene, mittelpunktlos in sich dahin driftende, von allen Meinungen emanzipierte, bis in die Tiefe seiner selbst sorglose Reverie-Subjekt ist, dann liegt auf der Hand, wieso die massenhafte Freisetzung von Subjektivität dieser Art auf eine Katastrophe des Sozialen hinauslaufen könnte. Sie bedroht die soziale Synthesis mit der individualistischen Kettenreaktion, an deren Ende die Massenflucht der sorglosen Einzelnen aus dem Belastungskollektiv stünde. Sie würde die soziogenen Stressfelder zersetzen, die, wie gezeigt, den Zusammenhang zwischen den Gesellschaften ausmachen. Ich möchte an dieser Stelle auf meine Bemerkungen über das fehlende Staunen in den Sozialwissenschaften zurückkommen. Es müsste im Gang der Überlegungen deutlich geworden sein, warum in Wahrheit nichts erstaunlicher ist als das reale Vorkommen von individualistischen Massengesellschaften des okzidentalen Typs, wie wir sie heute vor Augen haben. Geradezu grenzenlos erstaunlich sind diese, neben all ihren technischen, juristischen und ästhetischen Großtaten, deswegen, weil sie inzwischen unzählige Individuen mit Subjektivitätserfahrung beherbergen, man könnte fast sagen, mit Auflösungserfahrung, mit Asozialitätserfahrung, mit der Erfahrung glücklicher Unbrauchbarkeit. Nicht alle Gesellschaften weisen naturgemäß denselben Grad an subjektiver Verstrahlung auf. Noch dürfte eine knappe Mehrheit nur schwach in Mitleidenschaft gezogen sein, weswegen ihre gefährdeten Momente kaum über sorglose Urlaubstage und alkoholinduzierte Abdunkelungen des Realen hinausgehen. Aber auf der anderen Seite gibt es bedeutende Gruppen mit hohen Verstrahlungswerten, namentlich bei Künstlern, die als Avantgarden der Nutzlosigkeit auftreten, aber auch bei Angehörigen therapeutischer Berufe, bei Anbietern von Entspannungstechniken und meditativen Rückzügen, sowie bei den Vertretern neuer, komfortabler Religionen. Vor allem aber in den Jugendszenen, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts immer offensiver etabliert haben. Sie haben es längst fertiggebracht, die altmodische Reverie in eine veritable Kultur ausgekoppelter Zustände fortzubilden. Dort stehen Wörter wie flippen, gammeln, herumhängen, driften, relaxen, neuerdings auch harzen, prokrastinieren und chillen.
als Chiffren für eine vielfältig nuancierte tätige Untätigkeit am Rande der etablierten Wirklichkeitszonen. In all diesen Bereichen sind im 20. Jahrhundert zahllose Individuen herangewachsen, die mit Realitätsauflösung durch Entspannung und Gesellschaftsauflösung durch Stressfreiheit bedenklich umfangreiche Erfahrungen erworben haben. Zum äußersten staunenswert ist die Existenz von Gesellschaften, denen es gelingt, jene zahllosen Fremden zu integrieren, die wir selber sind, sofern wir von der subjektiven Verstrahlung erfasst wurden. Man darf sich in Integrationsfragen von Soziologen nichts vormachen lassen. Im Individualismus ist jeder Einzelne eine Parallelgesellschaft. Wir alle haben einen Migrationshintergrund, sofern wir einmal ganz weit weg waren und jetzt wieder auf dem Posten sind. Ich spreche über die Reaktion des Realen. Es ist seit einigen Jahrzehnten zur intellektuellen Mode geworden, alle möglichen Größen in unserer gemeinsam bewohnten Welt als Konstrukte zu bezeichnen, um ihnen den Schein von Naturhaftigkeit und Selbstevidenz zu nehmen. Dabei wird stets die Gesellschaft als der allgemeine Konstrukteur vorgestellt. So spricht man schon mit der größten Selbstverständlichkeit von der sozialen Konstruktion der Bedürfnisse, von der sozialen Konstruktion der Kindheit, von der sozialen Konstruktion der Sexualität, von der sozialen Konstruktion der Weiblichkeit, ja sogar von der sozialen Konstruktion der Wechseljahre. Naturgemäß macht diese Denkweise vor philosophischen und metaphysischen Begriffen nicht Halt. Es konnte nicht ausbleiben, dass man von der sozialen Konstruktion der Natur und schließlich von der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit handelte. Dem Anschein nach standen all diese Diskurse im Dienst einer wachsenden Aufmerksamkeit für die Leistungen der Subjektivität. In der modernen Reflexionskultur wollte man das tätige Subjekt mit einem Mal in alle Angelegenheiten verwickelt sehen, die man in früheren Zeiten ganz der Natur oder dem sogenannten objektiven Sein anheimgestellt hatte. Bekanntlich war die vormoderne Anthropologie durchdrungen von der noch unantastbaren Überzeugung, der Mensch sei mit all seinem Dichten und Trachten letztlich schwach, marginal und nichtig, weswegen er stets die Bergung durch ein übermenschliches Prinzip, sei es Gott oder den Kosmos, benötige. Ich will im Folgenden andeuten, warum der Rede von der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit eine ganz andere Bedeutung zukommt, als die Benutzer des konstruktivistischen Jargons intendieren. Tatsächlich ist die Wirklichkeit in der Moderne ein Konstrukt, aber gerade nicht ein Konstrukt des Subjekts, sondern ein Konstrukt von Verteidigern der Objektivität, das zu keinem anderen Zweck dient, als dem, die Evasion des Subjekts aus der gemeinsamen Stresswirklichkeit zu verhindern. Das zeigt sich bereits im Umfeld der Urszene auf dem Bieler See ganz deutlich. Schon die Steinewerfer von Mortier sind Agenten der antisubjektiven Reaktion, die im exzentrischen Auftreten Rousseaus im Armenierkostüm eine zersetzende Willkür inmitten ihrer stehenden und ständischen Verhältnisse gewittert hatten. Doch da man die einmal in Gang gekommene Strahlung der Subjektivität nicht mit Steinwürfen aus der Welt schaffen konnte, waren andere Mittel vonnöten, um die Gefahr abzuwenden, die von der göttlichen Nichtsnutzigkeit des in sich versunkenen Reverie-Subjekts ausging. Diese Mittel konnten nur von denkenden Subjektkontrolleuren bereitgestellt werden. Sie rekrutierten sich zunächst aus der deutschen Philosophie der nachrousseauischen Generation um 1800. Ihre Protagonisten hatten intuitiv sofort begriffen, dass das neue Subjekt schlechterdings nicht gesellschaftsfähig war. Geistesgegenwärtig erkannten sie ihre Aufgabe darin, es nach den Regeln der Kunst zu resozialisieren. Dies konnte nur in der Weise geschehen, dass man dem losgelösten Wachtraumsubjekt gegen dessen eigene Tendenz nun doch eine Rolle in der Leistungswelt auf den Leib schrieb. Immanuel Kant, der im Rousseau einen zweiten Newton sah, gelang dies zuerst, indem er mit der Transzendentalphilosophie die Wendung zum Subjekt vollzog, doch eben nur um das Subjekt für das gesamte Aufgabenfeld der erkennenden und urteilenden Tätigkeiten heranzuziehen. Von diesem Moment an war es um dessen glückliche Arbeitslosigkeit geschehen. Kant hatte den Träumer aus dem Boot geholt und ihn für den Staatsdienst angeworben. Hier erst wandelt sich das Subjekt vom Untertanen zum Herrn, vom Liegenden zum zugrunde Liegenden. Und Fichte ging über Kant hinaus, indem er dem Subjekt die unbewusste Produktion aller Objektivität übertrug
womit es aus dem absolut Arbeitslosen zum integralen Wirklichkeitserzeuger wurde. Und Hegel schließlich machte auf seine Weise aus dem Subjekt einen Arbeiter im Weinberg des Geistes, indem es ihm die Last der Bildung zumutete. Bildung erwerben heißt bei ihm, den Dünkel der haltlosen Träumereien für sachliche Einsichten und Pflichten opfern. Auf dieser Linie fuhr die hegelsche Rechte fort bis hin zu den Kompensationstheoretikern unserer Tage und den Institutionalisten des 20. Jahrhunderts. Und die hegelsche Linke, mit Marx an der Spitze, setzte diesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die Krone auf, indem sie den fichteschen Weltproduzenten, das absolute Ich, in die arbeitende Gesellschaft übersetzte und diese als Ganze mit dem Organ der wahren Subjektivität gleichstellte. Mit den subtilen Unterwerfungen dieser stressfreien Subjektivität unter idealistische und pragmatische Beschäftigungsprogramme war die Reaktion gegen den Skandal der Freisetzung nicht abgeschlossen. Schon in der folgenden Generation traten robustere Geister auf, die mit dem Subjekt kurzen Prozess machen wollten, indem sie es zu einem Phantom, zu einer Nicht-Entität, einer Metapher, ja sogar zu einer bloßen Redensart erklärten, zu einem psychisch-neuronalen Niederschlag des Personalpronomens der ersten Person, dem keinerlei Substanz zukomme. Dem Arbeitslager der Gesellschaft sollte künftig niemand mehr entrinnen. So dozierte der Gründer des Positivismus, Auguste Comte, um 1850, niemand besitzt ein Recht, außer dem immer seine Pflicht zu tun. Und zur selben Zeit schrieb der wackere Materialist Karl Vogt, die Gedanken stünden zum Gehirn in derselben Relation wie der Urin zu den Nieren. Daraus durfte man folgern, ein Mensch, der seine Existenz gewahr wird und diese in schwebende Gedanken fasst, verrichte in Wahrheit nur seine Notdurft nach innen, eine Tätigkeit, gegen die auch ein strenger Arbeitgeber nichts einwenden muss, solange sie nicht zu lange ausgedehnt wird. Und noch singen die deutschen Liberalen jener Zeit, die Gedanken sind frei, keiner kann sie erraten. Nein, sagen die Naturalisten, die Gedanken sind unfrei und man braucht sie nicht zu erraten, wenn man die Zeitung kennt, aus der sie in den eigenen Kopf gekommen sind. Es ist hier nicht der Ort, die ganze Geschichte der Disziplinierung, der Wiederbeschäftigung, der Zwangsvergesellschaftung und schließlich der Verleumdung, der Leugnung und Nichtigung des Subjekts in der Kulturentwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts auszubreiten. Sie ergäbe den Roman der Moderne, die sich vor ihrer wichtigsten Entdeckung fürchtet. Ich begnüge mich mit dem Hinweis, wonach die Inquisition gegen das entlastete Subjekt in den letzten Jahren erst in ein finales Stadium eingetreten zu sein scheint, seit nämlich die Neurowissenschaften auf den Plan getreten sind, deren Vorsprecher uns mit farbigen Enzephalogrammen in der Hand beweisen, dass wir allesamt nichts anderes sind als Epiphänomene von neuronalen Prozessen, Produkte einer Überinterpretation von Gehirnzuständen und Parasiten auf der Benutzeroberfläche von Großhirnrinden. Wir wären aus dieser Sicht notwendig von der Evolution gefoppte Besucher eines Nerventheaters, die nicht anders können, als auf die Phantome auf dem Bildschirm der Innerlichkeit hereinzufallen. Aus der hier entwickelten Sicht kommt allen Reaktionen auf die Entdeckung der Subjektivität nur scheinbar ein philosophischer Sinn zu. Mir scheint vielmehr, sie dienen in erster Linie dazu, die Wirklichkeit bzw. die Sphäre der Objektivität gegen ihre Außerkraftsetzung in der subjektiven Sorglosigkeit in Schutz zu nehmen. Man musste wohl oder übel die Bedrohung des sozialen Zusammenhangs durch die stressfreie Ekstase des Subjekts zur Kenntnis nehmen und mit geeigneten Maßnahmen zur Wiederaufladung des sozialen Stressfelds sorgen. Und dies konnte nur in der Weise geschehen, dass die Kontrolleure sich etwas einfallen ließen, um die Subjektivität mit der Objektivität neu zu vermitteln. Man musste einen Weg finden, die Realität als Stressquelle in das entspannte Subjekt zu reimplantieren. Und hierzu war es nötig, dem Subjekt die Natur seiner eigenen Freiheit anders zu erklären. Man musste ihm irgendwie klar machen, dass Freiheit das Gegenteil von Sorglosigkeit ist. Freiheit, sagt Hegel listig, ist Einsicht in die Notwendigkeit. Der Mann im Boot erwidert, ohne den Kopf zu heben, erzählt das einem Dümmeren. Und doch, man musste das abgedriftete Subjekt wieder an die Sphäre der objektiven Sorgen
und der kollektiven Themen heranführen. Es sollte den Realisten irgendwie gelingen, ihm einen zumutbaren Rückweg in die Welt der Stressaffären zu ebnen. Also unterlegte man dem zurückgezogenen Subjekt einen eigenen Zugang zur Sphäre der objektiven Anstrengungen, indem man ihm eine spontane Neigung zur Expansion ins Offene, zur Arbeitsleistung, zum Streben nach dem Lustobjekt, zur Eroberung von Reichtümern, zum Unternehmertum, zur Aussprache seiner Meinung, zum Kampf um Anerkennung und so weiter zuschrieb. Man könnte auch sagen, indem man ihm einen eigenen Willen zum Stress und zum Ringen mit dem Äußeren in die Wiege bzw. ins Boot legte. Das ist der Sinn des Expressionismus, der die moderne Anthropologie durchzieht. Indem man den Menschen als Ausdruckswesen denkt, koppelt man ihn von innen her an die gemeinsame Konstruktion des Realen zurück. Und hier rühren wir an die Quelle der so suggestiven wie letztlich wertlosen Unterscheidung zwischen negativer und positiver Freiheit. In Abituraufsätzen und Adventspredigten stellt man diese auch gern als Freiheit von und Freiheit zu gegeneinander. Es hätte in diesem Punkt genügt, sich bei Rousseau zu erkundigen. Hatte er nicht statuiert, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.